Hallöchen, Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen hier zurück hier. Wir sind hier auf der Großbaustelle und zwar haben wir gerade noch mal schnell ein paar kleine Babys gemacht. Kleine Babys. Mäh, mäh, mäh. Mäh und Mu, genau. Wir haben Mäh und Mu gemacht. Und ich habe mal hier ein bisschen weiter gebuddelt. Zack. Und habe mal hier oben das Stockwerk auf jeden Fall schon mal ein bisschen fertig gemacht. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein. Jetzt haben wir auch ein paar Fackeln hier für die Räume. Also, die sind jetzt fertig zur Vermietung. Ne? Das sind unten auf jeden Fall hier schon mal mehr oder weniger so Raucherdinger. Weil hier sind die Fenster oben ein bisschen auf. Nein, so ist es nicht. Das ist ein Nichtraucherhotel, natürlich. So, was noch fehlt, ist hier ein bisschen Rezeption oder sowas. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine schöne Lounge. Eine Lounge. So, hier geht's auch zu dem offenen Dachzirkus. Ohne Dach, der Zirkus. Kommen wir noch nicht hoch. So. Die Zimmer sind noch nicht ganz fertig. Die haben jetzt einen weißen Fußboden. Und Boden, tiefe Fenster. Das ist immer ganz interessant, wenn man... Oh, jetzt muss ich hier gerade mal ganz kurz den Singsang ein bisschen leiser machen. So, wunderbar. Genau. Jetzt habt ihr mich hier voll durcheinander gebracht. Jetzt brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Wolle nochmal. Da drüben so ein Stückchen rote. Ein Stückchen rote Wolle. Ja, das ist gut. Da bist du schön bei der Arbeit. Guten Tag, der Herr. Ja. Ordentlich, fleißig. Die bringen die ganzen Beete durcheinander wieder. So. Nochmal ganz kurz rein und raus. So, wunderbar. Zack. Ist ja nicht so, dass es jetzt... Hat ja keiner gesehen. So, Fichti ist auch wieder da. Und ich wollte... Ich hätte eine Schere. Aber anscheinend habe ich keine. Warum habe ich das ganze Eisen mit? Ich weiß gar nicht. So, wir haben ein bisschen hier verändert natürlich, zwischendurch auch wieder. Hier steht immer offen die Tür. Das ist nämlich ein Drive-In. Das ist der neue Omme Drive-In. Obsidian hatten wir noch 4 Stücker. Da brauchen wir später noch ein bisschen mehr. Weil wir ja noch das Tor zur Nebenanhölle machen wollen. So, hier sind Steine. Da packen wir erstmal weg. Ich könnte dem Hotel oben so schönes Dach oben verpassen. Und dazu brauche ich jede Menge Holz. Und das ist Mangelware hier. Guck. Alles leer. Können so ein helles Holz machen, das will ich aber nicht ganz. Alle leer, ne? Genau. Hier ist Fichti. Ah, hier haben wir Eichenholz. Das ist aber auch nicht so viel, ne? Ich werde mal auf jeden Fall Eisen schon mal hier ablegen. Und das Schwert behalten wir. Fichti müssen wir auch nochmal ablegen. Aber die setzen wir schön in den Boden, die Fichtis. Hat man nicht schon noch Glas auch? Oh, auf dem Boden, genau. Wir legen Fichti auf den Boden. Ich muss mal die Kisten sortieren, das geht ja gar nicht so weiter. Das funktioniert ja gar nicht so mit den ganzen Kisten. Das funktioniert ja gar nicht so mit den Kisten. Und das funktioniert auch nicht so mit der lauten Musik, so ist besser. Glas. Ich lege es erstmal hier hin, das haben wir uns gemerkt, dass es hier drinnen liegt. Also, ihr habt euch das gemerkt. Und wahrscheinlich habe ich es gleich wieder vergessen. Ich brauche Holz. Was kriege ich dann aus den Stückern raus? 2 Stacks. Ist jetzt auch nicht die Welt. So. Hier habe ich auch schon was vorbereitet. Ne? Und zwar habe ich hier vorbereitet, dass hier noch ein Haus hinkommt. Genauso wie dieses hier auch, glaube ich, schon entstanden ist. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Oh, da unten steht jemand. Das ist auch schon wieder ein neuer hier, oder? Traudel? Traudel? Pfeilmacher? Nee, Pfeilmacher kennen wir schon. Hat sich nur umgezogen. Wer bist du? Schäfer. Ein Schäfer. Du, eine Schere, das ist doch gut. Genau die bräuchte ich jetzt. Du brauchst 19 mal weiße Wolle, kriege ich 1 Smaragd. Komm, wir sind mal so nett, oder? Wir geben dir das mal. Dankeschön. Sehr nett von dir. Vielen Dank.
Oh, es wirkt der Zauber. Oh, er kann gefärbte Wolle jetzt schon. Ganz günstig, nur ein Smaragd. Im Angebot. Die Hütte ist auch soweit fertig. Klapper die Tür nicht so. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Immer noch eine kleine Hütte. Hier ist auch schon einer eingezogen, habe ich gesehen. Ne? Hat hier so seinen Tisch. Bisschen den Blick nach draußen. Das wird der Schäfer sein, denke ich mal, der hier wohnt, ne? Ja, hat auch schönen Stuff hier drin. Ordentlich Holz sehe ich gerade. Ja, könnten wir mal was ausleihen, ne? Wobei, der braucht ja nicht so viel Holz, der braucht ja mehr die Fichte. So. Ich werde auf jeden Fall mir mal so Dinger hier mitnehmen für die, da oben wollt ihr gucken? Ihr wollt hier oben gucken? Hier ist nicht so viel, du. Hier kann man da drüben reinschauen. Kuckuck. Und hier ist so ein kleines Geheimversteck. Ja. Ein kleines aber nur, so. Okay, wir gehen dann mal darüber und wollen das Dach nochmal fertig machen, ne? Hab natürlich meine Schere noch nicht. Wer bist du eigentlich da drüben? Du warst doch der... Hast du nicht einen Schmidt? Ein Pfeilmacher. Auch noch einer. Da können wir aber ordentlich Pfeile machen. Ich habe natürlich dafür nichts dabei. Ich nehme mal die Bauerde mit. Treppenerde genannt. So, dann gehen wir mal da hoch. Und da werde ich mal hier so ein bisschen dran basteln. Weiß nicht genau, ob das reicht. Ich glaube fast nicht. Ah doch, das ist, glaube ich, schon ganz gut so. So, dann müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder so Blödsinn bauen, meine ich. Hier kommt ein schönes großes Dach oben drauf, genau. Ja. Oh, warte mal, das ist ja... Genau. Das ist schwierig zu laufen hier oben. Ich brauche noch ein bisschen, glaube ich, von dieser Erde. Ja, ich brauche noch ein bisschen Erde. Achtung! Autsch! Ich brauche noch mehr Erde. Die ist hier drin. Ich muss einmal rum um den ganzen Laden. Erde, 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 Erde. Nein, Erde. Ja. Ich muss ja einmal rum um die Hütten. Ja, jetzt muss ich von hier aus nochmal dran. So, zack und hoch und hoch und zack und hoch und hoch und zack und hoch und hoch und zack. Ja, eins zu viel. Ich überlege, dass ich, glaube ich, hier auch nochmal eins dran machen müsste. Komm her, Treppe. Nee, das wird irgendwie nix. Das wird irgendwie fast nix. Hüpf. Scheiße, so. Upala. Hatschi. Ich weiß zwar nicht, warum ich es abgemacht habe, aber es wird seinen Grund gehabt haben. Nein. Der Verbauungsomme. Ich verbaue mich hier immer. Blub. Genau, so wollte ich es haben. Genau. So, eigentlich müsste ich ja hier einmal rum um den ganzen Stapel. Und ich habe auch schon das nächste vor. Also da drüben an der Baustelle da drüben, da waren gerade eben, da hatte ich dieses eine Haus abgerissen schon mal. Oh, ich glaube, ich brauche noch jede Menge Holz, wenn ich das hier so sehe. Ich überlege, wie ich die Decke da oben mache.
erstmal den Bau, das Baugerüst. Und dann gucken wir mal, wie wir die Decke da drüben machen. So. Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder dabei seid. Und es wird gerade dunkel. Und das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Warum mache ich eigentlich hier ein Baugerüst hin? Keiner weiß es. Wahrscheinlich, weil ich hier die Möglichkeit habe, mich hinzulegen und zu schlafen. Jetzt. Auf jeden Fall. D? Nein, D nicht. Wenn ich auf die Minimap gucke, dann denke ich immer, da ist... da denke ich immer, dass da... das Rote Kreuz ist. Ne? So, hopp, hopp. Herr Kamerad. So, gehen wir hier rum. Da sind wir mit der ersten Reihe fast fertig. So, und dann geht's hier weiter. Ach, toll. Toll, lol. Ja, der Verbauungsomme. Nee, auch nicht. Ich erwische immer die falsche. Oh. Na gut, da haben wir wenigstens keinen Schaden genommen. Oh Mann. Das muss ich auch nochmal üben hier. Mit dem Runterfallen. Das geht aber auch sanfter, oder? Hopp. Ja, der Mist kann auch weg hier. Habe ich auch umsonst gebaut. Nee, den einen hätte ich stehen lassen können. So. So, warte mal. Jetzt müssen wir eigentlich da dran. Genau. Wie viel haben wir noch? 22. Also ich glaube, das Dach wird so nicht fertig. Nein, nein. So wird das nicht fertig. Da brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr Zeug. Holen wir uns mal Kisten. Holz war da drüben drin. Shitty. Nee, hier. Jetzt machen wir uns noch ein paar Treppsche. Ein paar Treppsche. So. 4, 5. Dann gehen noch mal welche. So, haben wir noch mal 59. Das reicht aber immer noch nicht, gell? Das reicht immer noch nicht. Dann machen wir noch ein paar. Packen wir die noch drauf. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Oh, da hat einer gekleckert. Gut, dass wir hier rein können. Hihi. So. Jetzt müssten wir eigentlich auch hier nochmal... Das wird nicht so reichen. Warte mal, das muss ich nochmal wegnehmen. Und zwar müssten wir eigentlich hier nochmal das nächste Stockwerk hochmachen, ne? Siehst du, aber das geht so nicht, ne? Das geht so nicht. Da muss ich hier Behelfserde hinstecken. Da soll nämlich nochmal ein Stockwerk hochgehen. Ja, so ist besser. Und dann den Shit weg. Da muss die Fackel nur nachher nochmal weg. So. Jetzt müssen wir das Dach hier irgendwie weiterbauen. Und ich kenne mein Glück, dass ich gleich hier runterfall. Ich weiß das. Ich kenne mein Glück zu sehr. Mittlerweile. Ich überlege, wie ich eine Gaube nochmal baue. Das müssen wir mal gucken. Weil hier muss noch eine Gaube mit rein. Das werde ich dann später aber machen. Bei der nächsten Aufnahme wahrscheinlich. Jetzt wollen wir erstmal hier zumachen, die Hütte. Falls der nächste Regen kommt. Hier läuft ja alles voll Wasser und der Teppich, der ist ja schon ganz schwammig. Was haben wir denn noch so für Ideen? Ich habe ein kleines Wohngebäude, kommt da drüben hin, wo die Baustelle ist. Da werden wahrscheinlich so 3 Wohneinheiten entstehen. 3 oder 4, mal gucken. So kleine,
Arbeiterhütten. Ne? Ist ja nicht so, dass die Leute hier. Die müssen ja auch irgendwo schlafen, ne? Wenn die sich hier schon so vermehren. Der war falsch gesetzt. Ja. Also machen wir ein paar Arbeiterhütten und ich habe hier für den großen Teich, für den See, habe ich auch noch eine Idee. Eine große Idee habe ich da, ja. Die will ich euch aber später noch zeigen. So, das Bauen von diesem Dach hier wird noch ein bisschen dauern. Und das war jetzt unspektakulär, die Folge, finde ich fast, ein bisschen. Ja, ein bisschen unspekulatius. Ich brauche auch voll lang für so ein Dach zum Bauen, ne? Könnte schneller gehen, ne? So zum Beispiel. Los, beeil dich. Und das alles ohne Baufehler, ne? Fast. Bis auf den da. Den da. Und hätte schon mal einen Mund gehalten. Ich brauche gleich schon wieder Holz. Echt, das ist voll die Holzarmut hier. Und so eine schöne Gaube muss da noch mit rein. Finished. Dann machen wir gleich mal den Kram hier weg. Die Schafe da unten ganz bunt, wie schön. Da drüben gehen wir auch nochmal dran gleich. So, hier fliegen ja ganz schön die Erdbrocken. So, da hole ich mir nochmal Holz. Und zwar noch ein paar von denen hier. Nehmen wir uns mal ein Stack. Das zurück. Und gehen wir mal an die Werkbank. Huhuhuhu. Ist immer noch die Spinne irgendwo im Untergrund. Irgendwo ist noch eine Spinne im Untergrund. Da müssen wir mal gucken. Hier ist eine Höhle noch drunter. Das haben wir das letzte Mal ja auch schon bemerkt. Dass man hier nicht sicher sein kann. So, das kommt auch mal weg. Und das und das und das und das. Der ganze Kram, der kann jetzt mal weg. Komm, alles weg. Müssen wir irgendwie von innen dran, ne? Und hier schnurrt, glaube ich, auch ein Zombie. Also wir müssen hier im Untergrund auf jeden Fall mal gucken, dass wir gucken, ob hier noch Höhle ist. Hier unten drunter. Genau hier drunter. Genau hier. Ja. Es geht nämlich nicht so weiter. So, warte mal. Meinst du, das ist sinnig, wenn ich hier so ein Ding reinmache? So vielleicht? Weiß nicht genau. Da drüben ist noch ein... Komm ich da dran? Ja, gell? Hoppala. Hoppa, hoppa. So, dann... Nee, ich wusste, da komme ich nicht dran. Nein. Fail. Ach, wisst ihr was? Wir machen es so. Ich werde jetzt die Folge beenden und wir sehen uns über drei Viertel morgen, würde ich sagen. Zack. Genau, das machen wir. Dann können wir nämlich gucken, wie das hier noch weitergeht. Mit dem Dach und mit dem Spinnenkram. Weil das Dach muss nämlich noch fertig gemacht werden und ich habe immer noch zu wenig Holz dabei. Und ich mache mir Holz und das Dach und dann sind wir das nächste Mal wieder dabei, wenn wir vielleicht drüben die kleinen Arbeiterhütten, die kleinen Bewohnerhütten, nicht Arbeiterhütten, die kleinen Bewohnerhütten fertig machen. Und bis dahin ist auch hier im Hotel Spinne auch das Dach fertig. Und die Decke von den Zimmern da auch, die muss ja auch fertig werden. Oder wir lassen sie offen, ne? Nee, geht ja nicht. Da hören wir ja die Nachbarn oben, ne? Das geht ja nicht. Da müssen wir auf jeden Fall was zuziehen. Ne? Also bis dahin wünsche ich euch viel Spaß hier. Wir sehen uns. Pfiat die Leute. Ciao. Da ist die nächste Baustelle. Bis dahin, ciao.